shit. Guten Morgen, meine Freunde, und willkommen zu einer weiteren Bulk-Reihe. Ne, einer weiteren Vlog-Folge von meiner Bulk-Reihe. So rum ist es richtig. Und zwar ist es mittlerweile schon die Nummer 11. Also wie versprochen, habe ich probiert, wirklich aktiv zu bleiben. Ich hoffe, euch gefällt es. Was steht heute an? Heute natürlich wieder Frühstück. Ich zeige es euch nur ganz kurz. Ihr kennt das schon, mein Polska Cake. Diesmal in einer anderen Form, damit er ein bisschen schicker aussieht. Das Auge ist mit. Mit A und Sirup selbstverständlich. Und meine Supplements, Vitamin D, Zink und Kreatin. Heute geht's ins Brusttraining. Genau, Brusttraining, habt ihr richtig gehört, nicht ins Push-Training, denn ich habe meinen Plan etwas angepasst. Warum habe ich das Ganze gemacht? Also ich hatte immer das Ziel gehabt, den Fokus auf meine Schulter zu legen, also dass ich ein bisschen, sage ich mal, voluminöser, runder in der Schulter werde, und habe schon im Push-Training den Fokus auf der Schulter gehabt, beziehungsweise auf dem seitlichen, auf dem mittleren Anteil. Bedeutet, ich habe da vermehrt, sage ich mal, statt eine Übung zwei Übungen gemacht immer. Jetzt habe ich letztens mit Arne trainiert, das Video geht auch noch online, wenn es nicht schon online ist. Und da hat er halt auch für sich gesagt, in seiner letzten Wettkampfrunde will er nochmal seinen Plan ein bisschen anpassen. Hat gesagt, ey komm, Schulter Armtraining. Ich habe gesagt, jo, mache ich mit. Mein Zirkel quasi hat sowieso an dem Tag von neu gestartet. Dann habe ich gesagt, komm, probiere ich aus, mache ich mit. Und da dachte ich, Mensch, für einen neuen Reiz vielleicht nochmals switche ich das einfach um. Also mache jetzt aktuell einen Vierer-Split. Ich schaue erstmal, wie gut ich damit fahre. Ich habe auch damals schon Fünfer- und Sechser-Splits gemacht, was ich persönlich sogar schon fast für zu viel erachte. Da einfach zu lange ein Muskel nicht trainiert wird, also die Frequenz ist relativ niedrig. Deshalb mache ich mal einen Vierer-Split. Das bedeutet, ich trainiere jetzt Schulter, Arme zusammen, dementsprechend Rücken. Da wiederum die hintere Schulter separat, denn mir ist aufgefallen, zum Beispiel, ich hatte Sonntag das Schultertraining, und da haben wir mit der hinteren Schulter angefangen und danach das Rückentraining. Und bei mir arbeitet die hintere Schulter beim Rücken immer sehr extrem mit. Und ich habe auf jeden Fall diese Vorermüdung am vorigen Tag einfach verspürt. Das bedeutet, ich probiere auf jeden Fall die hintere Schulter wegzulassen und trainiere die hintere Schulter beim Rücken mit. Dann dementsprechend, da ich dann natürlich mehr Raum und Luft habe, da der Bizeps ja wegfällt, trainiere ich auf jeden Fall Bauch jetzt intensiver, also gezielter an einigen Tagen. Das bedeutet dann dementsprechend Rücken, Brust, und dann haben wir natürlich noch die Beine, die bleiben halt einzeln. Also das Einzige, was sich verändert hat, ich habe aus dem Push- und Pull-Training die Arme rausgenommen, einen separaten Tag gepackt. Beim Push-Training Brust bzw. die Schultern rausgenommen, einen separaten Tag gepackt, und das war's. Also mache ich jetzt einen Vierer-Split, einfach auch für mich selber zur Abwechslung. Ich mache schon Ewigkeit Push-Pull-Beine, habe zwar immer so die Übung getauscht und auch die Struktur umgeändert, aber einfach mal um den Split zu ändern, mal schauen, wie es meinem Körper jetzt dabei geht, auf meiner aktuellen Form. Das ist ja nochmal was ganz anderes, der Körper ändert sich ja mit der Zeit, und ja. Und lass mich mehr oder weniger überraschen. Man kann jetzt nicht sagen, es ist schwer zu sagen, yo, der Split ist jetzt so gut, ich werde jetzt die besten Zuwächse erhalten. Das ist Blödsinn. Jeder Körper reagiert anders, sogar der gleiche Körper in verschiedenen Zeiträumen reagiert auf gewisse Sachen anders, denn unser Körper verändert sich auch mit der Zeit. Von daher nehme ich euch natürlich gleich mit. Ich esse jetzt mal hier meinen Polska Cake auf, setze mich gleich nochmal an den Rechner, war heute früh schon unterwegs, und dann geht es los. Jo, klein Schluck Koffein, warum auch immer mein Bottle auf der Waage steht, denn ich möchte es gar nicht abwiegen. Und das ist so wenig. Das ist schon Gewohnheit. Einfach auf die Waage stellen. Obwohl es nicht notwendig ist. Ein Scoop Koffein. Für die Kenner, die wissen, wie viel das ist. Und ich bin nicht Kaffeetrinker. Ich bin kein Kaffeetrinker. Okay.
spinning around, lost and found, just trying to make a statement. Well, if the weight on my shoulders is free, let the birds in the sky is where I'd like to be. Without gravity to hold us down, together we are the side of the ground. Also Training ist durch. Ich bin soweit eigentlich vom neuen, ich sag mal in Klammern Plan, das war ja eher ja, eine kleine Umstrukturierung, zufrieden. Das Ganze hat sich ja so gestaltet, dass ich jetzt statt üblicherweise zwei Brustübungen, wie sage ich mal üblich am Push Day, also im Pushplan, vier gemacht habe. Ich habe trotzdem mit dem Bankdrücken angefangen, wie ihr gesehen habt, und habe mich halt leider etwas verschätzt von den Kraftwerten heute, da ich wirklich den Kaloriendefizit gestern gespürt habe. Denn ich habe wirklich gefühlt gestern leider zu wenig gegessen. Ich habe zwar gegessen wie sonst immer, aber war einfach aktiver. Es war gestern ein sehr aktiver Tag und bin daher halt im Defizit gewesen. Das habe ich definitiv gemerkt. Auch am Abend habe trotzdem mir noch einen Joghurt reingeschaufelt. Das Malto ist mir ausgegangen und hatte irgendwie keine Lust auf Instant Oats. Die liegen doch immer relativ schwer im Bauch, vor allem am Abend. Und ja, habe halt normal gestartet, wie ich sonst immer starte, 3x10, 100 Kilo Bankdrücken. Und habe halt gemerkt beim letzten Satz, dass da schon was nicht stimmt. Beim zweiten halt auch schon, habe trotzdem durchgezogen. Aber diese Übung am Anfang des Bankdrücken hat halt irgendwie komplett bei mir alles rausgesaugt. Und dementsprechend war ich bei der nächsten Übung schwächer als sonst, definitiv. Also auf jeden Fall bei der zweiten. Eine dritte als solches hatte ich ja des Längerem jetzt nicht mehr so häufig. Was hab ich da gemacht? Also wie bin ich vorgegangen? Üblicherweise ist ja so, viele Leute, wenn die merken, oh, keine Progression, die fallen sofort in so ein Loch und sagen, oh nein, kein Muskelwachstum. Ich habe mich heute nicht gesteigert von den Gewichten und machen sich ganz verrückt. Habe ich auch gemacht. Ich habe auch damals Gewichte getrackt. Ist auch nichts Schlechtes. Also die Gewichte tracken ist super, um ein Gefühl dafür zu bekommen und wirklich auch sein Ziel vor Augen zu halten. Aber man soll sich auf jeden Fall nicht verrückt machen von diesem ganzen jede Woche steigern. Ich sag mal, für einen naturalen Athleten ist diese Progression jede Woche wirklich grenzwertig. Also es ist ja mehr oder weniger realistisch, denn jeder arbeitet unterschiedlich, jeder hat unterschiedliche Stresspegel, der andere hat Familie, der andere Kinder, also Familie mit Kindern, und der andere hat einen stressigen Job, dann gibt es eine Woche, wo es entspannter ist, dann steigert man sich wieder, dann wieder nicht. Deshalb natürlich ist es immer schwer zu sagen, ey, du musst dich jede Woche steigern. Ich bin der Meinung, man muss natürlich grundsätzlich stärker werden, ja, das ist richtig, aber bevor man wirklich die Gewichte erhöht, sollte erstmal die Ausführung stimmen. Das bedeutet zum Beispiel bei mir, das Bankdrücken hebt sich mein Arsch von der Bank hoch. Bei irgendeiner Wiederholung, es zählt für mich die Wiederholung nicht. Somit ist der Satz beendet.
Das bedeutet, entweder ich bin stärker, schwächer geworden, wie auch immer. Das ist für mich Feierabend. Was ich dann halt mache, ich nehme Gewichte runter. Ich mache noch ein paar Ausburn-Sätze. Üblicherweise eigentlich, vor allem jetzt bei dem neuen, sage ich mal, Volumentraining, weil es wirklich ja 4 Brustübungen sind, im Gegensatz zu 2, nicht beim ersten Satz, da ich ansonsten mein Glykogenspeicher so leer ist, dass ich bei den anderen Übungen ja gar nichts mehr hinbekomme, wie das heute der Fall war. Also ich habe mich da einfach ein bisschen verschätzt, weil ich meine Muskulatur auch gar nicht mehr daran gewöhnt ist, diese Belastung auf einen Muskel, also beziehungsweise auf die Brust 4 Übungen. Deshalb ist es halt wichtig, die Ausführung muss stimmen, das Muskelgefühl muss stimmen. Das bedeutet, nimmt lieber weniger Gewicht. Trainiert progressiv. Ja, progressiv muss ja nicht immer heißen Gewichte, Gewichte, Gewichte. Progressiv kann auch heißen Wiederholung erhöhen. Es ist erstens, also ich habe für mich gelernt, es ist für mich angenehmer, gesünder, meine Gelenke sind weniger belastet, da ich, sage ich mal, weniger Gewicht nehme, dafür aber mehr Wiederholung trainiere. Und sagen wir, mein Ziel sind 12 Wiederholungen. Und ich habe aufgrund einer Progression jetzt 13 geschafft. Super, also meine Gelenke sind zwar weniger belastet von den Gewichten her, von der Schwere, aber dafür habe ich trotzdem, ich habe mich gesteigert. Und das ist halt für mich mein Ziel bei meinem Training, was ich jetzt seit einiger Zeit so betreibe. Bei mir geht es nicht mehr um hohe Gewichte, sondern ich ziele eher auf höhere Wiederholungszahlen ab. Ich fühle mich besser dabei, ich habe ein neuen Reiz dadurch bekommen. Ich habe auch ich habe nicht mehr diese extreme Erschöpfung nach dem Training. Das ist ganz klar und dementsprechend der Körper leidet unter weniger Stress. Dementsprechend gibt mir mein Körper einfach mehr Möglichkeiten zu wachsen. Statt immer halt wie sogar heavy, mir tat der Ellbogen weh, das ist jetzt auch nicht mehr drin. Ich habe heute ohne Bandagen trainiert, wie ihr gesehen habt. Ansonsten habe ich ja immer meine Rehbandbandagen drum. Meinem Knie geht es einigermaßen besser. Also es ist auf jeden Fall besser geworden. Deshalb ist bei mir das Ziel höhere Wiederholungszahl, trotzdem Gewicht steigern. Für euch sollte auch in erster Stelle stehen, nicht immer nur hohe Gewichte zu ballern, denn am Ende des Tages wollen wir den Sport doch auch noch, wir möchten Spaß dran haben und wir möchten den Sport ja auch länger betreiben und nicht irgendwie mit 30, sag ich mal, als naturaler Athlet natürlich Gelenkproblemen leiden. Das sollte natürlich nicht das Ziel sein, aber dazu führt es leider Gottes doch immer. Aufgrund von Überbelastung, falsche Ausführung etc. pp. Habe ich alles durch, bin auch ein Mensch, ich habe auch probiert, ich habe auch gelernt und mich weitergebildet und bin halt aktuell zu dem Schluss gekommen, dass ich so einfach eine bessere Schiene fahre und mich besser fühle. Und das ist halt, wie gesagt, mein Plan jetzt. Und dann schalte ich gleich nochmal ins Post-Workout-Meal. Post-Workout-Meal, eine Stunde nach dem Training mittlerweile schon, weil ich noch unterwegs war. Dreimal Reis, Hähnchen, Gemüse und Cashew. Mit meiner Mama. Meine Mama hat sich natürlich ganz gesund panierte Ente mit Fadennudeln und Gemüse. Fadennudelsalat. Und Gemüse. Und Erdnuss. Ja. Und Gemüse, ja. So. Ja, mal guten Appetit. Und mein 100. Review zu neuen Produkten und neuen Bestellungen. Tatsächlich, ne, wieder zu Hause. Habe ich ein paar Sachen mit auf den Tisch gebracht. Und zwar war ich kurz shoppen bei Fitpoint24. An dieser Stelle ein großes Lob an die Jungs. Denn auch ich habe einige Wissenslücken und die kennen sich wirklich fabelhaft aus. Und da ist man immer gut aufgehoben. Preise sind geil und die haben wirklich jedes Produkt. Ich konsumiere grundsätzlich nicht viele Supplements, also Whey, Kreatin, so Zink, Vitamin D halt. Und solche Sachen wie Kohlenhydrate, um einfach in Kalorienüberschuss zu kommen, beziehungsweise nicht in Kalorienüberschuss zu kommen, sondern das Ganze zu ergänzen. Ich esse ja so, wie ihr wisst, gut, anständig und nicht unbedingt wenig, habe mir aber Glucose Slow geholt von Peak. Das ist quasi ein Kohlenhydrat, was im Vergleich zu den anderen Kohlenhydraten wie Dextrose oder ähnliche oder Haushaltszuckern halt einen relativ niedrigen glykämischen Index hat und dadurch
den Insulinspiegel nicht so hoch haut und man danach halt nicht, also das Risiko eines Zuckerschocks, einer Unterzuckerung bzw. eine extreme Insulinausschüttung und dadurch folgende Prozesse wie schnell Hunger, Heißhunger etc. ausgesetzt zu werden, ist dieses Produkt hier optimal. Werde ich mal probieren. Das Ganze sind 2 Kilo für 20 Euro, finde ich in Ordnung. Also investiere ich gerne. Bei Peak kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Also wie gesagt, ein Kohlenhydrat für mich, ob nach dem Training oder nicht. Hält den Insulinspiegel stabil auf Dauer und versorgt den Körper halt länger mit Kohlenhydraten. Das eine. So, zum zweiten. Ich mache das gerne ein bisschen schneller. Nicht, weil ich euch loswerden will. Doch unter anderem schon, weil ich noch mal was zu tun habe, sondern weil ich das Video nicht so in die Länge ziehen will. Ich hab's, und zwar, wie ihr wisst, steht Arnes großer Wettkampf, erster Wettkampf an und wir sind natürlich alle gespannt. Und da habe ich mir Shirts bestellt, T-Shirts, und zwar von Zalando. Zalando, auch Zalando, aber hat jemand anders geliefert, mir egal. Natürlich für Nike. Wir sind beide riesen Nike-Liebhaber und wir haben gesagt, wenn Klamotten mit unserem Logo, dann auf Nike. Außer wir stellen irgendwann mal selber Shirts her oder lassen produzieren, wie auch immer. Dann wird Nike ein bisschen teuer. Beziehungsweise müssen das schon sehr treue Fans sein, wenn die den Nike-Preis zahlen plus unseren Aufdruck und den Umsatz, den wir natürlich dann noch haben wollen, gegebenenfalls. Von daher haben wir uns hier Nike-Shirts bestellt, also ich für uns erstmal einiges zu probieren, das fand ich eigentlich ganz geil, deshalb ich mache da schnelles Thema, ich stehe übertrieben auf Nike, ich weiß nicht, ob es passt hier, sieht geil aus, kann man machen, Danger, Hardcore gefährlich und hinten kommt dann BAM Fitness Elevator Logo drauf, damit wir auch alle in Montur sind auf dem Wettkampf, damit wir nicht zu verwechseln sind. Hier auch auf den Arm nochmal was, super geiles Teil, keine Ahnung wie viel es gekostet hat, ich glaube 30 Euro. Das Ganze auch nochmal schwarz zum Probieren, probiere ich gleich aus, buff. Und dann hier nochmal, auch von Zalando selber aus dem Shop, ein paar Standard-T-Shirts, hier das kennt ihr, Nike FC, das ist mein Lieblings-T-Shirt. Also das lasse ich noch verpackt, denn ich weiß nicht, ob ich das zurückschicke. Ich habe mir das bestellt, weil ich weiß, dass es passt. Also diese Nike FC-Ausführung in M passt bei mir wie angegossen. Habe ich mir eigentlich zur Not bestellt erstmal. Denn ich wollte mal schauen, wie hier einmal in Weiß, zweimal in Weiß, also nicht nur für mich, Weiß, Standard Nike, wie die sitzen, ehrlich gesagt. Ob die wirklich so sitzen wie diese Nike FC-Kollektion. FC ist eigentlich diese Fußballkollektion, aber die ist einfach geil. Und die haben halt nur 20 Euro gekostet. Und dann dachte ich natürlich, irgendwo will man doch sparen. Mal schauen, wie die von der Passform sitzen. Wenn das passt, dann schicke ich vielleicht die anderen zurück oder behalte noch mal eins davon. Und dann kommt da halt hinten drauf Fitness Innovator mit Logo und Internetseite, wie es von den, bestimmt von den Jacken kennt. Nicht? Und ja, dann düse ich jetzt nochmal los und dann sehen wir uns gleich. Und abschließend heute gibt es jetzt nochmal Couscous mit Erbsen, Tomaten, Gurke, Gewürze, ganz easy. Dann habe ich hier nochmal eine Putenbrust von Lidl mit Oregano drüber nochmal, denn das Auge ist hier mit. Und dann war es auch für euch, für mich heute. Meine letzte Mahlzeit. Ich habe mir vorher nochmal was von diesem Glucofast reingehauen. Nee, Glucofast, Glucoslow. Genau andersrum. Das Zeug hat in Ordnung geschmeckt. Ein bisschen süß, aber super löslich. Ist reingegangen wie Butter. Genau, darauf hatte ich Bock. Kohlenhydrate, die reingehen wie nichts. Und ja, dann möchte ich euch mal wieder danken, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Vorschläge habt für diesen Bulk-Vlog, dann schreibt es in die Kommentare. Ich bin für alles offen und dann sehen wir uns bei Nummer 12 wieder. Bis bald, Freunde.